Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Und es ist faszinierend, aber ich habe gerade gesehen, das durchs Feuer gehen, ne, mit der Prüfung, das haben wir auch. Ist auch eine Hauptquest, so wie es aussieht. Und Vorbeugen ist besser als Heilen, das mit den Blutproben. Die Quest ist wieder da. Warum auch immer. Warum auch immer. Ich bin jetzt hier unten gestartet. Ich würde jetzt gerne mal hier hochgehen und tatsächlich probieren, nochmal eine Blutprobe zu nehmen. Ich möchte es tatsächlich nochmal versuchen. Und ja. Wir gucken mal. Wir gucken einfach, ob wir hier tatsächlich mal nochmal eine Blutprobe nehmen können. Wir haben die Quest, die wird uns wieder angezeigt. Das könnte ja schon eine Menge heißen. Ich höre was. Da ist ein Protektor. Okay. Wir machen mal Lucky Lucky. Wieso steht denn... Der stand hier aber letztens noch nicht. Von der Feuerwache, oder? Ein Feuerwehrprotektor? Da drin laufen auch welche rum. Die waren beim letzten Mal nicht da. Der hat irgendwas nicht geladen beim letzten Mal, nehme ich mal an. Irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da nicht. Gab es wieder ein Update? Ich weiß von nichts. Ich weiß von... Oh ja, Blumen. Blumen wollen wir unbedingt mitnehmen. Wir müssen ja wieder Tee kochen. Wir müssen ja wieder Tee kochen, damit wir vernünftige Getränke zur Hand haben. Okay, ich bin... Wilder Ghul, alles klar. So. Hoppala. Können wir Glühbirne, Space, Blutprobe nehmen? Ja, okay. So, und dann Spe Blutprobe hinzugefügt. Ja, okay. Jetzt funktioniert's. Finde ich gut. Oh, hoppala. Au! Mistkäfer. Ich höre was Großes tapsen. Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, nach Nordwesten. Nach Nordwesten. Ja, nach da. Da läuft doch wer. Ich hab dich hier sehen. Das schwere Jetapse kommt von hier. Da! Ein Supermutant war da. Da unten rennt auch ein... Was ist das denn? Ach, das ist wieder so ein Snallygaster. Wie heißen die? Snallygaster. Okay, egal. Ja, nach Nordwesten. Und das müsste da ungefähr sein. Wir können wieder eine Blutprobe nehmen. Wir kommen endlich mit der Quest weiter. Oh. Ging das vielleicht nicht, weil wir die T-Sicherung schon eingebaut hatten? Lustigerweise, wir hatten sie schon eingebaut. Wie wir gerade, ne? Hier steht wieder, baue sie ein. Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Responder. Ja, ich muss wieder irgendwas in der Kirche machen. Aufgrund von aufschlammendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Dann sage ich mal, wir sind aktuell Zivilist. Wir sind aktuell Zivilist, wir sind nicht ausgebildeter irgendwas, wir sind ein Vault, steht sogar auf unserem Ausweis, glaube ich. Wir sind nur Vault Resident, wir sind nur Bewohner, heißt Zivilist. Was? Hier ist doch gerade was rot aufgeleuchtet. Okay, keine Ahnung. Was? Hä? Was? Oh! Alle Klärchen. Oh! Hier ist mehr los. Ja, du auch, komm. Alles klar, wir kommen klar, wir kommen klar. Pumpgun kurz, okay. Was haben wir hier? Haben wir nichts. Und hier haben wir auch
Mehrzweck-Axt, na gut. Boah, Alter, was? Was wird denn das hier krass neblig auf einmal? Okay, hier muss ich die Sicherung einbauen. Wir wollen jetzt aber erst die Blutproben sammeln, bevor das wieder nicht mehr geht. Wer hat's erkannt? Okay, ich muss mich gleich mal kurz ein bisschen erholen. Okay, noch 90 Meter. Sprinten ist gerade nicht. So. Irgendwie fehlen uns auch echt noch ein paar Blümchen. Und dann müssen wir mal wieder was köcheln. Das wollen wir dann gleich mal machen. Finde ich auch immer interessant. Man kann die ganzen frischen Leichen durchsuchen, die Skelette aber nicht. Ich meine, im Zweifel waren die Skelettis doch auch mal mit irgendwas ausgestattet. Die haben doch im Zweifel auch, keine Ahnung, noch Zerretten oder irgendwas dabei, was halt nicht schlecht wird. Nein. Wow, 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 wow. Hier geht's runter, okay. Ich weiß, wir entfernen uns jetzt ein bisschen und wir haben gleich wieder keine Ausdauer mehr, aber das erschien mir gerade ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ich wollte mir nicht gerade ein Bein brechen. So, 30 Meter. Verbrannter? Nein, wir wollen... Der tollwütige Maulwurfsratte. Das klingt doch nach was für uns. Wo, was? LOL! Okay. Warte, wir haben da unten eine im Bereich erschossen. Das war wahrscheinlich wichtig. Ich achte jetzt auch darauf, dass ich im Bereich stehe. Blutprobe nehmen. Jawohl. Maulwurfsrattenblutprobe hinzugefügt. Sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir ein ganzes End darunter gehen. Blutprobe eines Wolfes im Südosten. Da müssen wir hin. Okay, da müssten wir auch wieder hochkommen. Das wird jetzt ein Marsch, aber ich will wirklich, ich will auf jeden Fall die Blutproben zuerst nehmen. Bevor das wieder nicht... bevor das wieder nicht mehr hinhaut. Alter, so wenig Ausdauer und wir müssen hier diese Umwege laufen. Och. Wir kommen hier überall nicht hoch. Ein kleines Hüsterchen. So. Hoppala. Na komm schon. Och Mann. Und wir schleichen gar nicht im Sauseschritt. Jetzt aber... Na komm schon! Alter, das ist doch nicht euer Ernst hier. Ja, endlich. Ah, so. Südosten, da müssen wir hin. Südosten, das sieht aus, als wäre das unser Ziel. Aber das ist so krass neblig hier, das ist... Boah. Okay, dann da hoch. Mit dem ganzen Hin- und Hergerenne sind wir echt eine Weile unterwegs wahrscheinlich. Wir werden ein bisschen unterwegs sein. Was haben wir eigentlich an Munition? 300 Schuss. Ich will mal gerade so ein bisschen durchgucken. 129. 300 Schuss fast für unsere fetteste Wumme. Okay, da haben wir nur 9 Schuss für. Das ist, glaube ich, Kaliber 50. Kaliber 50. Ach, 50 Ball. Nee, haben wir... Keine Ahnung. 323, das Ding ist ja immer, da haben wir immer massig Munition für, ich weiß auch nicht warum. 45er Kaliber scheint jeder zu mögen. 380 für die Shotgun und 330 für die 10mm. Und 325,
Wir könnten mal ein bisschen mit der Shotgun. Da können wir zwar nicht auf Distanz, aber wir gucken mal. Ich nehme die zwar immer schon im also, was heißt immer? Ich versuche sie öfter mal im Haus zu nehmen, also in Innenräumen. Aber das ist halt, ja. Meistens ist man mit den präzisen Dingern besser unterwegs als mit der Shotgun. Wobei wir hier Reichweite und so eigentlich schon erhöht haben. Und ich glaube Präzision auch. Deshalb ist sie ja jetzt so lang. Ne? Mit langem Lauf hast du eigentlich bessere Reichweite, weniger Streuung. Müssen wir mal schauen, ob es funktioniert. Und dann können wir mal ein bisschen mit der Shotgun-Munition rumprassen. Ja, rumprassen, kann man sagen. Die 10mm, die geht ja durch ohne Ende, wenn wir da immer das MG für nehmen. Anstatt Pistole. Haben wir schon gesammelt. Komm, doch. Kommen wir hier hoch? Ich glaube, hier komme ich hoch. Wir gucken mal. Wir gucken mal, das sieht, glaube ich, gut aus hier. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist hervorragend. Hervorragend. Sehr schön. So, dann gehe ich mal erst hoch, bevor wir irgendwo hinkommen, wo ich wieder nicht mehr hochkomme. Ja, genau. Genau das meinte ich. Und dann gehen wir von hier aus einfach nach Osten. Das ist wahrscheinlich einfacher, als hinterher vor einem Berg zu stehen, wo wir nicht drüber kommen. Das wäre dann sehr frustrierend. Müssen wir wieder riesen Umwege gehen. Okidoki. Was brauchen wir? Wolf, haben wir gesagt, brauchen wir noch. Einen Wolf müssen wir noch entblutproben. Einen Wolf. Ich überlege gerade, habe ich in dem Spiel schon mal einen Wolf gesehen? Haben wir in dem Spiel schon mal einen Wolf gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, ich glaube... Haben wir? Ich bin gerade echt überfragt. Ich kann mich gerade echt nicht erinnern, ob wir hier schon mal einen Wolf gesehen haben in dem Spiel. Und da ist die Ausdauer wieder hinüber. Slow Motion. Sieht immer so aus, als würde ich vorsichtig vorgehen wollen. Nein, ich kann nur nicht schneller. Eieieiei. So. Hier auch rum. Und hier in dem Tal soll es Wölfe geben. Also relativ, ne? Ein Stückel brauchen wir noch. Warte mal. Ah, hinter dem Berg. In der Nähe von, was auch immer für ein Gebäude das war. Stand das da? Nein. Sieht ein bisschen aus wie, weiß nicht, wie ein Steg, wie so ein Angelanleger irgendwie, so ein Yachthafen. Keine Ahnung, da scheint aber eigentlich kein Wasser zu sein. Ich weiß es nicht, wir werden jucken. Also gucken. Wie komme ich denn hier? Ignorieren, einfach ignorieren. So. Das ist ein bisschen monoton jetzt hier, das Gelaufe. Muss ich ja schon sagen. Das ist so ein bisschen, ja. Vor allem, wir finden nicht mal wieder Beeren. Ich möchte gleich ein paar Tees kochen, bitte. Und da sind irgendwie die Beeren gerade nicht. Irgendwie ist gerade ein Mau an Beeren. 40 Meter hier hinter dem Berg. Na, auf der Höhe wird bestimmt kein Angelanleger sein, oder? Wilde Mutterbeere, das sieht doch schon besser aus. Ich würde so gern ein paar Tees kochen. 13 Meter, ich höre Getrappel. Dann gibt es hier doch im Zweifel schon Wölfe in der Nähe, hä? Krank? Irgendwas, wo... Hä? Leck! Oh. Okay, sammeln Blutprobe, das ist okay. Sammelt er Blutprobe? Er macht nichts. Sammeln Blutprobe. Jetzt hat er sie, alle klar. Oh, hier. Ich sehe noch einen. Da hinten.
Wow. Die gehen aber ab und sind ganz schön bissig. Holla, die Waldfee. So, und jetzt müssen wir fast nur nach... Ja, Nordwest. So, Typ-T-Sicherung, Blutproben rein und dann kommen wir weiter. Voll gut. Auf dieser Hangseite scheint es auch mehr Blumen zu geben. Mal hier ein bisschen weiter unten am Berg lang laufen. Was ist... Kann ich... Das sieht so aus, als würde man das sammeln können. Nö, nur den leuchtenden Pilz. Ah, hier aber. Schlamm irgendwas. Wir müssen echt alles mitnehmen, was geht. Ich will Tees kochen. Wir müssen unbedingt Tees kochen. Sonst haben wir ein echtes Problem. Denn, ihr wisst ja genau, selbst das abgekochte Wasser hat ja immer noch irgendwie 4 Grad. Und die dann gekochten Tees haben nur noch 1 Grad. Dementsprechend würde ich halt viel, viel lieber Tees kochen. So auch mit mehr Nährwert und so. Das wäre bestimmt voll gut. Gartenzwerg. Ein paar Häuser. Da ist die Feuerwache. Da müssen wir auch noch eine Quest erledigen. Aber das machen wir gleich. Ich bin jetzt so dankbar, dass die hier funktioniert. Also bis jetzt zumindest. Dann machen wir erst die, definitiv. Und flupp. Da machen wir erst diese Quest. Erst diese Quest. Ich finde das auch faszinierend. Aber... Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts. Ich habe ihn nur angeguckt. Wenn Blicke töten können. Was? Keine Ahnung. Er ist einfach umgefallen. Ich war das nicht. Lange, lange kein TTT mehr gespielt. Hier auf dem Kanal noch gar nicht, aber ich bin nicht der Traitor. Ich hab ihm nichts getan. Ehrlich nicht. Was war denn das? Keine Ahnung. Da fällt er einfach um. Vielleicht ist hier sehr windig, das merke ich nur nicht. So, okay, 76 Meter. Hier müssen wir gleich neu. Dödelödelüt. Können wir hier? Nee, wir müssen den Seiteneingang nehmen, ne? Okay, durchgeladen ist die Shotgun. Wollen wir mal gucken, ob hier wieder irgendwer um die Ecke lauert? Nö, ausnahmsweise nicht. Das ist ein Bulli. Fragt mich nicht. Ich hab grad nur das gesehen. Ich hab das für eine Kuh gehalten. Verurteilt mich nicht. Ich weiß, es ist lächerlich, aber... Ich hab das gerade irgendwie von hinten für eine Kuh gehalten. Ich dachte, hä, was ist das denn? Was liegt denn da für eine Kuh? Entschuldigung. Oh. Okay. So, jetzt aber. Hier sind wieder Freunde. Natürlich. Alter, schlag mir doch nicht immer die Waffe außer Hand. Leg an. Okay, mit der Shotgun hier in Gebäuden muss ich noch ein bisschen üben. Ich bin zu sehr auf Zielen, auf Distanz irgendwie eingestellt. Wow, 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 sagte, was? Ich dachte, er ist da hinten. Na?
heute aber echt nicht mehr sehr weit. Kann das sein? Wenn ich vor denen stehe, hat die fast zu wenig Streuung. Oh! Ah, da oben! Da oben! Ich überlege die ganze Zeit, wo? Yeah! Voll erwischt. Puh! Oh, hier hat er einer. Was? Da sitzt noch einer. Bam! So. Alles klärchen. Wir haben mal gerade den Weg geebnet. Und dann können wir jetzt hier nunder. Hoppala. Da ist eine Strinne. Und wo war das? Hier rechts und dann runter, ne? Ich hoffe, eigentlich haben wir die beim letzten Mal ja verbaut. Vielleicht hat der Server das einfach nur nicht gespeichert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, Sicherung eingebaut. Gib die Blutproben in die obige Zentrifuge. Ah, hier. Blutproben einfügen. Blutprobe entfernt, Blutprobe entfernt, Blutprobe entfernt. Kontrollpunkt erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Ab an den Rechner. Ja. Dicke, dicke, dicke. So, Blutproben analysieren. Motor aktiviert, Gerät bitte nicht öffnen. Sequenz läuft. Teilung erfolgt, Analyse wird eingeleitet. Analysiere. Analyse abgeschlossen. Daten an Symptomatik-Einheit weitergeleitet. Symptomatik-Konfigurierung abgeschlossen. Bereit für Impfung. Oh. Okay. Ach, ich habe die Gasmaske ja noch auf. Hallo, hier spricht Dr. Claire Hansen. Okay. Wenn du das hörst, hast du meine Arbeit vollendet und dich geimpft. Als nächstes musst du herausfinden, ob die Feuerteufel, unsere antiverbrannten Eliteeinheit, noch leben. Stationiert sind sie in der Feuerwache Charleston. Die Feuerteufel müssen erfahren, dass der Impfstoff bereit ist. Falls sie es nicht geschafft haben, brauchst du ihre Waffen, um zu überleben. Alles klar. Heißt, wir dürfen jetzt bei den Feuerteufeln weitermachen. Finde ich sehr gut. Aber die ausgeräumten Koffer hier und Kisten von uns, die sind wirklich leer immer noch. Keine Ahnung. Okay, aber wir sind geimpft. Das ist eine super Sache. Durchs Feuer gehen ist das andere. Vorbeugen ist besser als heilen ist abgeschlossen. Das ist voll gut. Und wir haben hier... ja, warte mal. Was wollen wir denn mal erhöhen? Was wollen wir denn mal erhöhen? Ich habe sowieso alles voll. Außer Endurance. Da habe ich ja keine Dingens mehr für. Und ich weiß nicht, welches andere Teil... Brauche ich Intelligenz für Herstellungssachen? Ich glaube, ich brauche Intelligenz für Herstellungssachen. Baupläne erforderlich. Nahkampfwaffen. Du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Mehr Komponenten beim Verwerten. Entfernt mehr Strahlung. Improwaffen verschleißen langsamer. Waffenschmied. Ja. Oh. Endlich. Wo ist das? Da ist das jetzt. Waffenschmied. Endlich, um Himmels Willen. Aber hat er das nicht auf Level 2 eben aufgebracht? Oder war das Improvisation? Warte mal. Improvisationstalent Stufe 2 schaltet quasi Waffenschmied frei? Oder was war das jetzt? Okay, keine Ahnung. Aber ey, wir haben... Wir haben Waffenschmied. Endlich. Boah, das macht mich so kirre. Wir haben Waffenschmied 1. Ja. Gott, was freue ich mich. Wir können Waffen besser machen. Aber nur Stufe 1. Aber immerhin, ey, das ist... Oh, das ist schon viel wert. Okay, dann pusten wir uns hier gerade wieder den Weg frei nach draußen.
Und dann gehen wir wieder zu den Feuerteufeln. Wer da? Keiner da. Alles klar. Und Abmarsch. Ab zu den Feuerteufeln. Das machen wir aber in der nächsten Folge, damit ihr auch den Ladescreen hier nicht mehr erdulden müsst. Falls der so lange dauert wie immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann geht's ab zu den Feuerteufeln. Macht's gut. Ciao.